Technologische Skills spielen in der digitalisierten Arbeitswelt eine immer größere Rolle. Vor allem wird aber die Tech-Translation an Bedeutung gewinnen. Das heißt, die Fähigkeit, technische Sachverhalte verständlich zu erklären. Auch grundlegende Kenntnisse in Programmiersprachen werden vermutlich in Zukunft branchenübergreifend auch gefragt sein. Auch wenn die Digitalisierung der Arbeitswelt eine ganze Palette neuer Fähigkeiten und Kompetenzen einfordert, bleiben zahlreiche nicht digitale Qualifikationen auch in Zukunft sehr wichtig. Gemeint sind da Fähigkeiten wie zum Beispiel Kreativität, Problemlösungsfähigkeit, Fokus. Denn die digitale Arbeitswelt ermöglicht es, Vorgänge schnell anzupassen und zu optimieren. Gerade bei einer Vielzahl an Optionen ist es wichtig, dass Menschen kreativ und fokussiert in der jeweils ambivalenten Situation noch tatsächlich Entscheidungen treffen. Und das mit einer hohen Flexibilität, die schnelle Handlungsfähigkeit erlaubt. Das heißt heute agile, eine agile Arbeitsweise, vielleicht heißt es dann in ein paar Jahren anders, aber im Grunde genommen geht es immer ums gleiche, hohe Flexibilität, die schnelle Handlungsfähigkeit erlaubt. Auch Kollaboration ist wichtig, auch keine ausschließlich digitale Fähigkeit, aber aufgrund der zunehmend örtlich ungebundenen Zusammenarbeit nimmt die Kollaboration einen besonderen Stellenwert in der digitalen Arbeitswelt ein. Und das heißt, die Fähigkeit, online und offline zu kollaborieren, wird aus meiner Sicht immer wertvoller werden.